Sehr geehrte Frau Professor Becker, sehr geehrter Herr Staatsminister Blume, Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft, der Politik, der Gesellschaft. Ich freue mich sehr, hier heute bei Ihnen zu sein. Florence Gaub, eine Militärexpertin, die sich aber auch sehr stark mit der Zukunft befasst, sagte kürzlich in einem Interview zu ihrem Buch, das Zukunft heißt, ich möchte in 50 Jahren leben. So einen Satz hört man heute nicht oft, weil ja doch sehr viel Unsicherheit, sehr viel Angst auch in unserer Gesellschaft ist mit Blick auf die Zukunft vor dem Hintergrund von Krisen. Aber was wir heute erleben dürfen und was für das die DFG als Teil unseres wunderbaren Wissenschaftssystems steht, ist eben immer wieder diese Zukunftsperspektiven geben, diese Licht das Licht für die Zukunft geben und den Optimismus für die Zukunft geben. Und genau deshalb braucht unsere freie Gesellschaft das, was Sie eben angesprochen haben, Frau Professor Becker, die freie Wissenschaft. Der Fortschritt und die Zukunft, sie hängen von ihr ab. Das zeigen aktuelle Debatten, die wir global führen. Und deswegen möchte ich zu Beginn dieses Abends noch mal ganz klar sagen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, sie ist ein Fels in der Brandung, besonders in diesen Zeiten. 5 Minuten habe ich, deswegen 5 ganz kurze Schlaglichter, die ich heute mitgebracht habe. Und ich möchte mit dem ersten beginnen, liebe Frau Professor Becker, ich musste in den letzten Wochen oft an Ihre Rede denken, die Sie im Rahmen der Jahresversammlung 2022 gehalten haben. Und ich zitiere, es ging damals um den Beginn des Ukraine-Kriegs, der Krieg bedroht nicht nur die Werte eines freien Europas, sondern auch die einer freien Wissenschaft. Autonomie und Selbstbestimmung sind politische, aber ebenso wissenschaftliche Werte. Und ich möchte Ihnen und all Ihren Kolleginnen und Kollegen danken für die Solidarität, die Sie gegenüber der Ukraine zeigen, für die klare Positionierung auch gegen Autokratien, die Krieg führen, auch unter Inkaufnahme schmerzlicher Einbußen im wissenschaftlichen Austausch. Das sehen wir. Sie setzen sich ein für den Erhalt der Wissenschaft, auch den Wiederaufbau und die Unterstützung der Ukraine auf dem Weg in den europäischen Forschungsraum. Denn Bildung und Forschung, sie sind die Grundlage von allem in jedem Land und natürlich auch entscheidend für eine wirtschaftlich starke und souveräne Ukraine. Das Ziel, das Zitat hat aber nicht nur mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sich bewahrheitet, sondern auch mit Blick auf Nahost. Ich danke Ihnen und der Allianz der Wissenschaft sehr für Ihre klare Positionierung zu den, oder besser gesagt gegen die Boykottbestrebungen gegenüber den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Israel. Zu Recht beschreiben Sie solche Bestrebungen in Ihrer Stellungnahme als diskriminierend und verfehlt, denn ich zitiere, die israelischen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, sie sind tragende Säule der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft Israels. Sie sind gerade in Zeiten intensiver Diskussionen innerhalb Israels über den Friedensprozess im Nahen Osten als Räume für einen freien und offenen Diskurs zu stärken. Und ich komme gerade aus Israel und ich kann Ihnen sagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob in der Early Career Phase oder die Präsidentinnen und Präsidenten von großen Einrichtungen dort, sie alle sehen Sie hier als Leuchtturm, als Fels in der Brandung in schwierigen Zeiten. Herzlichen Dank dafür. Mein zweiter Punkt, der bleibt bei Verantwortung, die Sie übernehmen. Und Ihnen muss ich das natürlich nicht sagen, alle, die hier im Raum sitzen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft, Selbstverwaltungsorganisation. Sie ist damit ein elementarer Teil dessen, was uns so stark macht, wir haben schon gesagt, der Wissenschaftsfreiheit. Und aus gegebenem Anlass betone ich noch einmal, die Förderung von Wissenschaft, sie war, sie ist und sie wird, sie muss immer auf wissenschaftsgeleiteten Verfahren beruhen und darf niemals von politischer Weltanschauung abhängig sein, egal aus welcher Richtung. Und die DFG ist hier ebenfalls ein Fels in der Brandung in all diesen Diskussionen. Sie haben sich schon in Ihren 10 Thesen zur Wissenschaftsfreiheit 2019 klar positioniert. Und auch hier
muss man immer wieder betonen, die Wissenschaft und die wissenschaftliche Zusammenarbeit, sie leben von der Freiheit, unser wertvollstes Gut, frei forschen, frei Entscheidungen treffen, frei Schlussfolgerungen ziehen, all das macht kreative Forschung überhaupt erst möglich. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Ich werde ganz bestimmt nicht wagen, in einem Grußwort den Begriff Exzellenz zu definieren, in seiner Breite, in seiner Tiefe. Wissenschaftliche Exzellenz aber als Türöffner, als Leuchtturm für neue Wissensräume, auch für ganz neue Bereiche, die erarbeitet werden, für unser Verstehen als Handwerk, als intellektuell-konzeptionelle Leistung mit ganz bestimmten Gelingensbedingungen und natürlich auch die Menschen, die dahinter stehen. Es ist ein Wert an sich, das haben Sie eben schon gesagt. Aber sie macht uns auch wirtschaftlich stark, gerade auch diese freie Grundlagenforschung. Professor Kramer hat es jüngst in einem Vortrag an der Universität Graz herausgearbeitet. Über 40% der ERC-Projekte, die als Grundlagenforschung im 7. Rahmenprogramm und in der ersten Hälfte des 8. Rahmenprogramms gefördert wurden, führten zu Forschungsergebnissen, die später in Patenten zitiert wurden. Denn auch hier steckt dieses Potenzial der Zukunft. Und natürlich, das sehen wir ja in diesen Tagen, wie der britische Philosoph Francis Bacon schon im 16. Jahrhundert sagte, Wissen ist Macht. Sie unterstützen den Forschungsstandort Deutschland, indem sie auch hier wieder als Fels in der Brandung die Exzellenzstrategie tragen, die wir haben, die viele Arbeit, die in dieser Exzellenzstrategie steckt. Und deswegen auch hier herzlichen Dank. Sie sind für uns auch eine Hüterin der Exzellenz, der Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Deutschland. Mein vierter Punkt führt noch einmal zu den geopolitischen Spannungen, die auch vor der Wissenschaft keinen Halt machen. Und Forschungssicherheit bekommt mehr Bedeutung jeden Tag. Aber meistens denken wir in der Kategorie Abwehr. Wir müssen viel früher beginnen. Wir müssen beginnen, indem das Erste, was wir tun müssen, ist selber stark zu sein, eine starke, lebendige Wissenschaft haben. Und deswegen ist das ein Gut, das wir haben in der DFG und unserer Wissenschaft, aber auch, weil sie die Stärkung der Zusammenarbeit mit Wertepartnern weltweit, aber auch ganz besonders mit Partnern in der EU vorantreiben. Die EU ist nämlich mehr als ein Wirtschaftsraum. Und deswegen ist ihr Panel heute Stronger Together mit den National Funding Agencies in Europe. Es könnte nicht aktueller sein, weil es eben zur DNA der Wissenschaft gehört, international zusammenarbeiten. Alles andere wäre ein Verlust. Mein fünfter und letzter und kürzer Punkt ist, wir stehen ja derzeit an großen, interessanten technologischen Schwellen, die vor uns liegen. Denken wir an Quantenphysik, künstliche Intelligenz, Zukunftsenergien, Biotechnologie und was es noch alles gibt. Aber natürlich auch die Frage, wie hält unsere Gesellschaft zusammen, wie verstehen wir die Geschichte, was können wir daraus lernen? Also alles große Zukunftsfragen und eines ist ganz klar, diese Fragen werden wir nur mit der Wissenschaft und durch die Wissenschaft bewältigen und werden die Antworten finden. Und deswegen mein fünfter Punkt, die Wissenschaft, sie bestimmt das Tempo des Fortschritts und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Und es gibt ganz viele Politiker und Menschen, denen man einen Satz zugeschrieben hat, der nämlich heißt, bisher wurden in Deutschland mehr Zeit durch Grußworte verloren gegangen als durch Streiks. Das nehme ich jetzt mal sehr ernst heute. Deswegen möchte ich zum Schluss nur noch eins sagen und mein Grußwort schließen. Ich danke Ihnen sehr. Für mich steht es fest, gäbe es die DFG nicht, man müsste sie erfinden. Sie sind der Fels in der Brandung in diesen Tagen. Herzlichen Dank.